Ein Hallo an alle Gamer und Gamerinnen da draußen. Ich zock heute wieder. Es ist wieder Zeit für Überspielt. Und es ist dieses Mal ein nicht ganz so altes Spiel. Ihr seht es vielleicht schon im Titel. Dieses Mal zocke ich Riot Civil Unrest. Also ein Aufstandssimulator. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was, naja, nicht so unfassbar stark gut bewertet ist. Ich glaube, es liegt bei Steam gerade so bei 66%, also schon sehr mittelmäßig. Aber, naja, ich wollte es mir auf jeden Fall mal angucken. Ich habe es auch noch nie gespielt. Und ist auch einfach vom Setting her cool. Also ich glaube, es macht einfach jetzt speziell Spaß, das mal zu streamen. Und dann halt auch vielleicht so ein bisschen über die einzelnen Schauplätze zu reden. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, gucken wir auch mal rein. Grüß dich, Negativland. Hi, Bald Anarchist. Schön, dass ihr am Start seid. Und wir schalten mal um. So. Ich glaube, ihr hört auch immer diese Windows-Töne, wenn ich umschalte, oder? Das kriege ich leider noch nicht anders geregelt. Ja, ich habe den Ton gerade erstmal ausgeschaltet. Ich mache ihn jetzt mal wieder an. Ja, super, Bald Anarchist, das fängt ja toll an. Ja, dann sag mal, blau oder rot? Ich hatte bei den Einstellungen schon so ein bisschen reingehört in den Soundtrack. Der ballert auf jeden Fall. Das blaue Bonbon soll es sein. Das gefällt mir schon mal gut. Wie ist es so von der Spiellautstärke und meinem Ton? Passt das so? Nur noch ein bisschen hier die Stimmen und alles so ein bisschen leiser, denke ich. Und genau. Es gibt drei verschiedene Modi oder sogar vier verschiedene Modi. Vielleicht ein bisschen leise, okay. Noch ein Stück lauter. Dann hier ein bisschen. Boah, ich hasse diese scheiß Bonbons. Das Einzige, was gut daran ist, dass wir die ganzen Punkte für diese Bonbons ausgeben, ist, dass ihr uns dann weniger quälen könnt. Genau, also, es gibt einmal so einen globalen Modus, Geschichte und Versus, und ich denke mal, wir werden dann zusammen die Geschichte spielen. Wenn mir das Game jetzt übertrieben gut gefällt, gucke ich auch vielleicht in die anderen Modi mal rein, aber wir wollen natürlich hier den Story-Modus erleben. Könnt ihr schon mal reinschreiben, ob irgendwer von euch das schon gezockt hat? Ich bin gerade etwas verwirrt. Gibt es irgendwie so eine Art Anfang oder so? Also wenn wir auf jeden Fall. Ich habe übrigens den Schwierigkeitsgrad auf anspruchsvoll gestellt. Das ist der so mittlere Modus. Wenn wir noch gut durchs Spiel durchkommen und ich will ja nicht wie letztes Mal die ganze Zeit scheitern. So, wir haben hier auf jeden Fall einmal Ägypten. Der Tahrirplatz gegen das gewalttätige Regime von Mubarak, also arabischer Frühling. Dann haben wir hier einmal Kreta, Griechenland. Die Einwohner einer Kleinstadt vereinen sich gegen den Bau einer illegalen Müllhalde, die nahe ihrer eigenen Häuser angelegt wird. Und wir haben hier einmal Italien.
Die etliche Bevölkerung kämpft mit aller Macht gegen die Korruption hinter dem Bau einer 23 Milliarden Euro teuren Eisenbahnstrecke. Womit soll ich anfangen? Italien, Griechenland oder Ägypten? Cool wäre irgendwie so, was man am ersten macht. Ich starte jetzt einfach mal hier mit Griechenland. Was ist das für eine? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt entscheide, auf welcher Seite ich spiele. Aber ich glaube schon, ja. Man kann sich aussuchen, auf welcher Seite man spielt. Dann spiele ich natürlich hier die Rioters. Im Dezember 2010 wurde die Mad-Polizei nach Kreta und die anliegenden Städte geschickt. Die Bevölkerung versteht das als eine Kriegserklärung und reagiert dementsprechend. Ja, 2010. Das ist auch auf jeden Fall so der Höhepunkt der sozialen Proteste und der Kämpfe in Griechenland gewesen. Mehr als 4 Monate lang sind die Baustelle, die Autobahnen, die Felder und die Stadt ein wahres Schlachtfeld, auf dem jeder Einwohner, vom Priester zum Rentner, ein Guerillakämpfer gegen den Staat wird. Das war auch wirklich so krass. Die Generalstreikbewegung, die es halt gab, das hat echt das ganze Land lahmgelegt. So, was haben wir hier? Man kann halt, finde ich, diese Schrift hier oben kaum lesen. Flaggenanzahl. Wenige. Das schicke ich nicht so ganz. Es gab auch jetzt kein Tutorial oder so, was ich gesehen habe. Ich lasse jetzt einfach mal so, wie es ist. Und hier kann ich noch Spezialsachen auswählen. Okay, verfügbare Ausrüstung. Also wir haben schon Feuerwerkskörper am Start. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein paar Molotows mit. Ah ne, wir haben schon Molotows, okay. Dann hier noch ein paar Steine. Ah, okay, das reduziert sich, ich glaube. Ja, wenn ich hier was dazu nehme, dann reduzieren sich die erwartete Teilnehmerzahl. Also wahrscheinlich so im Sinne von, okay, umso krasser es wird, umso weniger Leute kommen, so ein bisschen. Ich lasse jetzt einfach mal so. Und wobei, wenn das voreingestellt war, kann ich das mal wieder rausnehmen. Ja, ich lasse das mal so, wie es voreingestellt ist. Dann gehen wir mit vielen Leuten und nur einem Molotow-Cocktail in die Runde rein. Martin Luther King. Starke Cutscene-Grafik. Sammelt sich die Menge. Oh, Moment. Moment, Moment. Will ich auch irgendwie Stopp machen? Ja, gut.
Denn, bevor es jetzt richtig losgeht, Leute, muss ich mich hier noch präparieren. Ich bin natürlich vorbereitet, um hier ganz klar zu zeigen, wo ich stehe. Und natürlich ein bisschen verkleiden hier. So, let's go, Leute. Polizei muss Ziel erreichen in 3 Minuten. Aktuell sind wir noch friedlich. Ich lass mal auch noch unten bis. Oh. Es wäre schon geil, wenn es irgendeine Art von Tutorial oder so geben würde. Ich weiß halt gar nicht, was ich tue. Okay. Die Bullen schießen auf jeden Fall Tränengas. Ich probiere jetzt halt einfach die Leute dahin zu lenken, wo die Bullen sind. Und ich habe mir die jetzt hier die Moral gehoben über Gesang. Ah ja, Stellung halten, okay. Ah ja, ich darf mich nicht hier wegdrängen lassen. Die dürfen nicht durchkommen, aber es ist halt. Ich weiß nicht genau. Sie haben angegriffen, okay. Okay. Okay, so viel dazu. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Wenn es nicht klappt, dann gucke ich mal. Das war vielleicht ein bisschen wenig mit nur einem Molotow-Cocktail, ne? Vielleicht nehme ich dann doch hier nochmal ein bisschen was mit. Ruft Hilfe über soziale Netzwerke, ist ja auch eine gute Sache. Und kommen hier noch so ein Megafon. Gucken wir mal, wie es so klappt. Let's go. Jetzt machen wir die Bullenschweine platt hier. Gehen wir schon. Jo, die werfen einfach direkt hier den Molly. Mal ein bisschen nach vorne. Nicht wie gerade, dass das so zurückgedrängt wird. Okay. Da kommen jetzt auf jeden Fall hier noch ein paar Leute nach dadurch. Einfach nicht so richtig, was ich mache. Probiert hier Unterstützung zu holen. Und mit dem Megafon irgendwas rumzubrüllen. Aber ich check halt nicht, wie man die aufhält. Ich glaube, ich muss mal irgendeine Art von Tutorial suchen. Weil ich einfach. Einfach mal gucken,
was es so gibt, ob es noch irgendwo einen. Es gibt halt kein richtiges Tutorial oder so. So, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Weil ich muss es mir ja irgendwie. Ich muss es ja irgendwie mir anscheinend selbst beibringen, weil es keinerlei Erklärungen im Spiel gibt. Das finde ich ganz okay mit diesem Social. Das vielleicht noch. Nehmen wir mal noch diesen heftigeren Feuerwerkskörper mit. Probieren wir es nochmal. Boah, dieser Hassi stinkt leider echt. Ja, Griechenland war auf jeden Fall auch eine sehr, 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 sehr prägende, also wahrscheinlich so eine der prägendsten Kämpfe meiner Jugend von dem Beginn an. Die große Generalstreikswelle und die so extrem starke anarchistische Bewegung. So. Wenn wir nochmal für die Cops irgendwie abgehalten bekommen, da durchzubrechen. Die kommen ja immer hier unten durch. Vielleicht kann ich die auch so umranden oder so. Dass ich hier zwei Trupps nach da oben schicke. Ja, jetzt ballern die hier rein. Na ja, guck mal, jetzt müssen die sich so ein bisschen mehr aufteilen, glaube ich. Das ist gar nicht schlecht. Vielleicht werfe ich jetzt mal einen Feuerwerkskörper hier hin. Das sieht schon besser aus. Aber das gefällt mir nicht hier. Die müssen auf jeden Fall die Stellung halten. Okay, der Molly hat es auf jeden Fall jetzt hier gebracht. Dass ihr das gesehen habt, wie die weggerannt sind. Und ich schaff's auf jeden Fall auch länger als vorhin. Und ich kann jetzt dann auch hier eine Barrikade errichten. Ich sehe halt durch das, was hier unten passiert, ich sehe halt überhaupt nicht, was da unten links abgeht. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Das war jetzt aber schon deutlich besser. Das war jetzt schon deutlich besser, als was da gerade passiert ist. Ich probiere es nochmal. Nehmen auf jeden Fall auch mal einfach mal mehr Molotow-Cocktails mit, weil das scheint mir irgendwie das Stärkste zu sein bisher. Also als ich da einmal halt mit einem Molly geworfen habe, sind die ordentlich zurückgewichen. Thank you.
Das fand ich ja nicht ganz gut, diese Aufteilung. Ich muss jetzt irgendwie... Wieso kann ich denn jetzt zum Beispiel keinen Molotow-Cocktail werfen? Check ich nicht. Kann nicht von friedlichen Gruppen. Ah, verstehe. Okay, okay, okay. Das Problem ist halt, ich bin halt durchgehend friedlich eingestellt. Und die können mich halt einfach hier wegprügeln. Vielleicht komme ich jetzt mit denen so in den Rücken von denen rein. Dass irgendwas bringt. Ja, Leute, ich weiß es nicht. Die sind unaufhaltbar, wie in echt die Polizei. Unaufhaltbar. Vielleicht brauche ich so ein paar Böller, um die Menge aufzuheizen oder so. Das könnte klappen. Ah, defensive Ausstattung. Gepanzert. Ich probiere es jetzt hier mal mit mit der Guerilla-Taktik. Vielleicht bin ich dann von Anfang an voll an Start. Oh ja, habe ich auf jeden Fall ein paar stabilere Leute, aber... Okay, der hat direkt einen Molly geworfen. Steht aber noch friedlich. Die Leute sind auf jeden Fall jetzt so, man sieht es auch so ein bisschen gepanzert. So ein bisschen drauf schicken oder so. Aber dann brechen die halt hier direkt durch. Die sind jetzt schon durch. Bin schon verloren, ne. Das in den Rücken reinschicken bringt es eigentlich auch überhaupt nicht. Obwohl das eigentlich die Polizei ja in echt nicht so mag. Griechenland. Negativland, hast du dir das Game jetzt auch geholt und kannst mir sagen, was ich falsch mache? So, ich probier's jetzt nochmal. Mit dieser Guerilla, das hat, finde ich, gar nicht funktioniert. Ich glaube, ich war hier bei Standard. Da vielleicht nochmal Steine. Ich weiß nicht, ob das mit den Flaggen vielleicht noch was bringt. Nein, Zadi, ich bin kein Ninja-Kämpfer. Ich bin ein Ninja. Ich bin hier ein heftiger Straßenkämpfer. Deswegen habe ich meine Hasskappe aufgezogen, weil ich hier Wyatt mache. Hoffentlich mache ich jetzt mal endlich Wyatt. So, jetzt hier mal drauf. Ah, Aggressivmodus. Kann ich das selber umschalten? Ah, ne, das ist... Na doch. Verstehe.
Okay, Leute. Es lag offensichtlich an meiner Unfähigkeit, dieses Spiel zu bedienen. Ah ja, guck mal, jetzt werfen sie auch Steine endlich mal. Guck mal, jetzt kriegen sie auch richtig auf den Deckel hier. Let's go. Können nix. Mal drauf. Sieht schon besser aus. Ja, komm ein bisschen weiter nach vorne. Molotovs. Vor allem hier auf die. Mehr Molotovs hier auf die unten. Oh ja, oh ja, ja. Krieg dich, krieg die. Und die ziehen sich zurück. Man kann jeden einzeln bedienen, das habe ich nicht geschnallt. Oh mein Gott. Ich glaube, sie brechen wieder durch. Oder? Nur so Vincent wirre Sachen am Drücken. Ich glaube. Oh, komm schon. Komm schon. Eine Minute noch. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Ich kann einfach fast nicht mehr sehen, was passiert. Jetzt alles so unten im Bildschirmrand ist. 40 Sekunden noch. Nein! Nein! Das war super close. Aber jetzt habe ich zumindest grob verstanden, wie ich irgendwas mache. Das ist nicht hervorragend. So, sehr gut. Jetzt, wo ich gesehen habe, wie das funktioniert, das finde ich eigentlich ganz okay. Jetzt klappt's, komm. Jetzt krieg ich's hin. So, direkt. Nichts friedlich hier, direkt Mollys drauf. So ein bisschen vorrücken. Mollys, kommt schon. Yes, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Oh ja, das ist sehr gut. Das läuft bisher sehr gut. Muss einfach nur ordentlich draufhauen, offensichtlich. Aber da sind welche angerückt jetzt hier unten. Müssen wir ein bisschen mit Steinen eindecken, denke ich. Ja, ja. So motivierende Gesänge. Oh, jetzt kommt der große Vorstoß hier von den Cops. Da muss jetzt ordentlich was Mollys drauf. Komm schon.
Stellung halten. Komm schon. Überall Nachschub holen. Hier, die probieren aggressiv zu machen. Ein Teil der Leute ist dann halt irgendwie abgeführt oder so schon. Okay. Leute, also kein Scheiß. Ich check's nicht, wie man das vernünftig spielt auf der Seite. Ich bin offensichtlich nicht zum Rioter geboren. Das heißt, es gibt jetzt nur noch eine Möglichkeit, wie wir dieses Spiel vernünftig spielen können. Und zwar gehe ich wieder auf Kreta, aber dieses Mal wechsle ich die Seiten. Let's go! Let's go! Ist mir alles egal, Negativland. Scheiß auf diese verfickten Rebellen. Ich mach die jetzt klein. Halt, ich will halt hier mein schönes Staatsinteresse jetzt hier verteidigen. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier. Ich mach mal die Hassi da runter weg. Wir wollen ja einfach trotzdem Bürgernähe ausstrahlen hier. Wie findet ihr? Steht ihr mir? Es ist eigentlich verboten, so Hoheitssymbole, auch wenn das eine alte ist, zu zeigen. Ja, wer weiß das schon. So. Wir haben hier. Okay, verschiedene taktische Einheiten, nehme ich einfach mal mit dem Standard rein. Vielleicht ist die Polizei ja besser selbsterklärend. So, Kameraden, auf geht's. Ist ja auch tatsächlich. In Griechenland richtig, richtig krass mit den Cops und der faschistischen Einflussnahme. Okay, machen wir mal Rauch rein, alles klar. Das sind dann so die Gefangenen-Transporte, so sehen sie zumindest aus. Schildkrötenmodus.
Man kann so richtig reinfahren in die Menschenmenge mit diesen Trucks. Das funktioniert halt super gut mit dem Tränengas. Das ist ja auch in der Realität sehr unangenehm, das Zeug. Ja, siehst du, das sieht schon besser aus. Ich bin echt offensichtlich Sturm. So. Mit dem stürme ich jetzt mal rein. Offensichtlich hier in dem Spiel eher für die Polizia geboren. Kurz davor durchzubrechen, würde ich schätzen. Yes. Ja, ist so Bald Anarchist halt. So, keine Ahnung, ne? Ich wollte jetzt halt hier. Ich hab's halt auf dem Weg der Revolution versucht und bin halt nur gescheitert, weißt du? Ich bin halt nur gescheitert damit. So, und keine Ahnung. Dann dachte ich mir halt, irgendwie müssen die Brötchen auch auf den Tisch kommen. Und hier kann ich immerhin gewinnen. Wie du siehst. Die Polizei hat ihr Ziel erreicht. Die Polizisten waren vorsichtig. Ja, das war nämlich halt ein sehr präziser Einsatz mit sehr wenig, ich habe einfach wenig Gewalt angewendet, würde ich sagen, und ja, habe einfach sehr deeskalierend mein Ziel erreicht und trotz der leichten Gewalttaten, die gegen mich begangen wurden. True Fact News. Ja, erfolgreich gegen die Rioter gekämpft und ich musste mit 20 Polizeimännern musste ich 300 Leute in die Flucht schlagen. Schwarzer Dienstag freigeschaltet. Ein Ignaros-Kampagne, okay. Ja, ich muss sagen, es hat mir auf jeden Fall deutlich besser gefallen, mit der Polizei zu spielen. Es wirkte irgendwie so ein bisschen random mit den... Man ist ja auch oftmals random, so eine Crowd. Von daher passt es ja mehr. Aber aus einer Spielerperspektive war das jetzt halt besser. Weil das davor war halt, ich habe halt irgendwie random die ganze Zeit Sachen geklickt. Und hier hatte ich halt das Gefühl, dass ich halt tatsächlich irgendwas bewege. So. Also, dass ich konkrete Handlungen vornehmen kann. Oh ja. Da gehen die Kameraden ordentlich vor. So. Betäubungsgranate. Ich werfe einfach mal eine Betäubungsgranate rein. Guck dir hier diese Leute an, das ist, geht gar nicht. Zack. Ich glaube, in dem Fall muss ich... Ja, ich muss mich verteidigen. Also die probieren mich hier zu stürmen in dem Fall. Nur die ein bisschen
nach vorne, weil jetzt kommen ja hier Steinewerfer, dass die ein bisschen Schutz machen. Oh ja, sonst auch nicht zurückgetrieben. Da sterben irgendwie die ganze Zeit Leute offensichtlich. Blendgas. Sag ich Blendgas. Das ist immer ein richtig schöner Effekt, wenn die so auseinander sträuben. Nach vorne hier. Ich bin friedlich. Halt, ich bin friedlich. So, das steht halt da. Ich bin friedlich und werde hier einfach angegriffen. Schau das an. Wie die halt vorgehen gegen halt die friedliche Polizei. Da kann man das jetzt halt hier mal wirklich halt betrachten. Und den hole ich mir jetzt. Da. Eine Minute noch, Leute. Ja, aber es steht halt da. Das ist halt... doch ganz klar, dass ich hier einfach friedlich agiere. Es wird mir durch das Spiel bestätigt. Das ist ja nichts, was ich mir jetzt hier ausdenke oder so. Zur Unterstützung für die Kameraden. Sekunden noch. Online sagen sie, unsere Sache ist aussichtslos. Ja, ist so. Sieht man es halt, dass man hier mit Gewalt nichts erreichen kann und dass halt die friedliche Polizei alles im Griff hat. Ja, offensichtlich Demonstranten hielten Angriffen stand, Polizisten waren vorsichtig, Anführer veranstalteten ein Blutbad. Okay, offensichtlich muss ich halt härtere Bandagen anwenden hier. Das war mir nicht bewusst. Dann werde ich das jetzt tun. Ungefähr wie da im Video. Jetzt gibt's auf den Sack. Ja, erstmal Blendgranaten. Und dann ordentlich rein. So. Tränengas. Thank you.
mehr. Vorne. Wo will der hin? Gucken, ob ich hier ein paar Leute festgenommen kriege. Na okay, ich muss das so... okay, die haben jetzt gerade welche festgenommen. Ich muss das hier so, dass hier in dem Bereich möglichst wenig Demonstranten dann noch rumlaufen. Tränengas. Den hier noch ein bisschen. Oh, die stehen hier nach unten die ganze Zeit dumm rum. Ist natürlich nicht so gut. Aber jetzt tatsächlich ist auch die Strategie von den Gegendemonstranten, von den Demonstranten hier auch ein bisschen eine andere als vorhin. Also hier sieht man auch, dass sie ein bisschen weniger vorgehen. Ich habe es fast geschafft, würde ich sagen. Schon sehr weit nach vorne ist. Fast niemand mehr, der hier rumsteht. Ah, hast du gesehen? Da war schon diese Anzeige. Komm schon. Ganz knapp jetzt. Jetzt mal alles rausfeuern, was irgendwie geht. Fuck, ich glaube, ich schaff's wieder nicht. Nein, komm schon. Schon. Ich checke mal nicht, warum die dann hier hinten hinlaufen, alle immer von den Cops jetzt. Also warum die dann so
sich dann nach da hinten verpissen. Ah, die, wahrscheinlich, wenn die dann einen drauf bekommen oder so von den Demonstranten. Tränengas wäre echt super. Man hat halt gefühlt so unendlich von den Granaten. Aber Tränengas ist ein bisschen rar. Obwohl es halt so, das ist halt mit Abstand am effektivsten. Immer wenn es so kurz davor ist, dass ich schaffe, läuft doch noch irgendwer wieder rein hier in den Kreis. Oh Mann, ey. Das war schon wieder so richtig beknackt. Hä? Also habe ich es jetzt doch geschafft. Habe ich jetzt falsch gelesen. Ja, super. Offensichtlich habe ich das Gebiet geräumt. Nice. Und wieder war ich vorsichtig. Ihr habt es gesehen. Ein sehr vorbildlicher Polizeieinsatz. Freigeschaltet 8. Axt bricht problemlos durch Barrikaden. Ich finde das eigentlich so ganz gut von der. Einteilung davor. Dass man einfach von jeder Einheit zwei hat, finde ich eigentlich, das scheint mir so das Beste zu sein. Am ausgeglichensten. Ein intakter Polizeistaat braucht keine Polizei. Halte ich für fragwürdig. Außer ich habe hier irgendwas nicht verstanden. Ja, Griechenland stand ja auf jeden Fall echt, war zu dem Zeitpunkt in so einer Phase, wo es hätte auf jeden Fall in so eine vorrevolutionäre Stimmung umkippen können. Und es wurde dann durch verschiedene Ereignisse, unter anderem auch durch krasse Ereignisse in der Protestbewegung, dann sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, diese Stimmung. Also es gab ja dann halt in Athen gab es dann ja auch Tote in einer Bank, die halt niedergebrannt ist. Und das hat zu einer sehr, sehr, sehr starken Problem in der Protestbewegung
geführt in Diskussionen für den Einsatz von Gewalt. Und natürlich nicht nur deswegen, also den finalen Nagel im Sarg hat dann tatsächlich dafür dann Syriza gesorgt. Und dadurch einfach dieser typische grünen Effekt eingetreten war. Sind ja unsere Leute an der Macht. Dann kann man halt einen Gang runterschalten. Jo, jetzt bin ich am Verteidigen hier. Und ja, also hier geht's auch ein bisschen mehr zur Sache. Ich muss hier den Wasserwerfer einsetzen, den haben wir noch nicht gesehen. Das läuft ganz gut, würde ich sagen. Kann der Wasser auch was? Oh ja, wir können auch schießen, geil. Schon ganz schön zerstreut. Oh, da kommt eine Bombe. Oh. Oh, nicht da reingehen. Perfekt ausgewichen. Wie kann man eigentlich als Polizei nicht da friedlich stehen haben? So, ich schieße halt eigentlich durchgehend aus vollen Rohren. Ich weiß echt nicht genau, was ich jetzt anders machen soll, damit das... Oh. Damit er nicht mehr friedlich steht. Jetzt wurde hier ein bisschen zurückgedrängt. So, reinstürmen. Ich glaube, festbringen könnte doch ein bisschen, ich probiere jetzt mal nochmal doch Leute festzunehmen, weil ich glaube, das reduziert dann so die Menge, aber es ist auch ein bisschen nervig, weil dann halt weniger, ich dann weniger Kräfte im Einsatz habe. Hier langsam ganz schön eng.
glaube auch zwei meiner Polizeieinheiten sind auch schon down. Komplett. Ah, jetzt habe ich auch den endlich mal den Timer hier verstanden, wie der funktioniert. Dann geht runter, wenn ich keine Kräfte drin stehen habe, also der Kreis halt rot, wenn der rot ist. Ja, ich weiß, werde ich dieses Mal nicht schaffen. Weil hier alle meine Einheiten eigentlich schon fast tot sind. Und ich muss es halt eine möglichst lange Zeit schaffen, diesen Kreis halt zu halten. Was ich in diesem Fall nicht geschafft habe. Weil meine Einheiten tot sind. Sloan, also das hat nichts mit unseren Einstellungen zu tun. Das ist. Das dürfte mit der Werbung immer so sein. Also weißt du, wenn. Das ist. Ich habe Werbung ausgeschaltet bei uns. Aber es gibt immer so eine Anfangswerbung bei Twitch. Du dürftest halt nur währenddessen keine Werbung angezeigt bekommen. Wieso sterben die beiden Arznei eigentlich nicht? Wenn es so weitergeht, dann schaffe ich es vielleicht doch. Weil die halt offensichtlich unsterblich sind. Ich muss halt immer nur die beiden hier im Kreis halten. Noch 37 Sekunden. Sind unsterblich. Das alles mit friedlichen Mitteln. Wahrscheinlich kann man. Geht das nicht, dass man. Unter zwei Einheiten hat, sonst wären die schon lange tot. Ist auch komisch. Noch 10 Sekunden habe ich gewonnen. Na. Okay. Läuft doch. Oh ja. Rauchgranatenwerfer mit großer Reichweite. Starker Explosiv im Aufprall, das gefällt mir. Heilige Bombe. So eine Hommage an, wie hieß es nochmal? Das Game. Wo du diese Würmer spielst. Hat das jemand von euch im Kopf gerade? Ah, jetzt kann ich auch hier die. Die ein bisschen bearbeiten, wenn ich will. Betäubungsgranate. Wo ist diese Bombe? Ich will diese Bombe. Ich glaube, das dürfte jetzt die letzte Mission von Griechenland sein.
Gewaltlosigkeit ist der Gewalt weit überlegen. Doch wo nur eine Wahl besteht zwischen Feigheit und Gewalt, da rate ich zur Gewalt. Genau, Worms. Danke dir, Bokai. Und schön, dass du das erste Mal hier mit chattest. Ein sehr schönes Gandhi-Zitat. Entferne alle Anführer von ihrem Land. So ein bisschen zerstreuen, die kommen jetzt so nah. Entfernen hört sich nach Festnehmen an. Wir uns noch ein paar von den Randalierern hier. Ich probiere jetzt einfach mal möglichst viele Leute festzunehmen. Ja, ihr seht hier in den Videospielen, in die Spiele seht ihr mein wahres Gesicht. Zuerst die ganze Nummer. Bei Call of Duty 2, wo ich plötzlich und unerwartet die Seiten gewechselt habe. Boah, der hat gesessen. Und dann jetzt das. Wo ich ohne Scham Tausende von Genossen niederprügeln lasse. Das Ding buggt hier. Eine meiner Einheiten buggt in der Wand. Es gibt hier die ganze Zeit diese Linie. Ich glaube, es reicht schon, wenn ich die... Ich glaube, ich werde die doch nicht alle festnehmen. Ich würde dann probieren, hier diese Linie eher zu verschieben nach links. Ich glaube, das ist, glaube ich, ausreichend. Das ist Angst und Schrecken verbreiten.
Oh, guck dir diese Einheit an. Was macht der? Was ist mit dem Bullen los? Da würde ich auch Angst bekommen als Demonstrant, wenn Wulle auf einmal solche Fähigkeiten besitzen würde. Ja, ist schon doof, dass ich mit einer Einheit weniger spiele. Durch das er halt irgendwo in der Seite backt. Das gewohnte Bild, die Demonstranten verursachen ein Blutbad und die Polizisten waren vorsichtig und friedlich. Die türkische Gezi-Park-Bewegung, Syntagma-Platz. Dass man da alles freischalten kann. Recht und Ordnung wurde wiederhergestellt, habe ich das Gefühl. Da ist der Pöbel wieder vom Parlament und fordert irgendwelche wahnwitzigen Veränderungen von der Regierung ein. Was zur Hölle? Warum kommt jetzt einfach der Abspann? Spiel zu Ende, GG. Oder was? Okay, also es gibt immer diese vier Missionen in einer Kampagne. Jetzt hatten wir gerade Griechenland und dann gibt es noch den arabischen Frühling. Und hier in Italien gegen die Eisenbahnstrecke. Da gibt es nebenbei auch ein echt gutes Buch zu. Ich weiß noch nicht mehr. Irgendwie gegen die Ideologie der Geschwindigkeit oder irgendwie, oh, ich weiß es nicht mehr genau, das muss ich nochmal raussuchen. Aber neu freigeschaltet ist auf jeden Fall eine kleine Gruppe von Aktivisten in Spanien. Das könnte dir gefallen, Negativland und Sadi. Schafft es, sich auszubreiten und Einfluss auf die Politik und die Welt zu nehmen. All das in einer friedlichen Bewegung namens Los Indignados. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal zuerst den arabischen Frühling. Und ich würde auch sagen, wir bleiben auf der Polizeiseite, weil mir das echt einfach vom Spielerischen her besser gefällt. Das ist meine Ausrede. Ja, den arabischen Frühling habe ich auch intensiv verfolgt damals und das hat auch sehr Hoffnung gemacht, auch wenn die nach... Also ich finde generell, dass es nach wie vor, finde ich immer noch so als beispielhaft, dass es halt gelingt, eine
ja, Revolutionen, die wir in der ganzen Region halt, den ganzen Kulturraum durchzuführen. Sehr gutes Beispiel dafür. Die Arbeitslosenzahlen in Ägypten sind hoch und die Armut nimmt Tag für Tag zu. Auch wenn am Ende des Tages dann natürlich, was daraus entstanden ist, nicht das ist, was man sich erhofft hat. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass es halt möglich ist, eben so Diktaturen, die für viele Jahrzehnte unangreifbar schienen, dann fast von heute auf morgen zu beseitigen. Nachdem sich das Land 30 Jahre lang im Ausnahmezustand befand, verlangen Millionen von Demonstranten den Sturz des Regimes von Präsident Mubarak. Das fand ich auch, den Platz haben sie echt gut dargestellt, finde ich. Der im Hintergrund zu sehen war, das hat mich jetzt sehr an die Bilder damals erinnert. Gegenstand keine. Okay, das ist ja in dem Fall stand ja auch, dass die Demonstranten halt friedlicher vorgehen wollen. Dann werde ich jetzt auch mal hier friedlicher vorgehen und jetzt nicht die ganze Zeit Blendgranaten da reinwerfen. Respektiere deine Uniform. Tust du es nicht, tut es auch kein anderer. Ja, mein Rede. Ist auf jeden Fall echt ganz cool gemacht in dieser Pixelgrafik, finde ich. Oh ja. Löse die Demonstranten auf. Das geht wohl am besten mit Tränengas. Boah, guck mal, ich habe hier so eine richtig lange Polizeilinie. Den hole ich mir ein paar raus. Und so ein bisschen von der Seite komme ich jetzt. Also den Rücken rein. Müssen wir ein bisschen vorrücken. Aber das ist auf jeden Fall eine etwas größere Schlacht hier, also man steuert auf jeden Fall erheblich mehr Einheiten als gerade, was auch echt, finde ich, ein sehr cooles Gimmick ist, dass es dann in Anbetracht des Szenarios man auch einfach dann mehr Truppen halt hat. Ja, die wollen nicht klein beigeben. Oh ja. So gut. Leute festnehmen.
Vorsicht, die Presse wird uns zerreißen, wenn wir zu gewaltsam sind. Ich stehe auch auf gewaltsam hier. Hast du es geschafft? Was? Okay, ich werde es jetzt, glaube ich, nochmal probieren, das auf der anderen Seite zu machen. Also die Kampagne auf der Seite der Demonstranten. Mützchen abnehmen. Vielleicht klappt das etwas besser mit den einfach nur friedlichen Demonstranten. Ah, es ist auch ein bisschen andere Grafik, oder? Ein bisschen anderes Video, ja, als wenn man Polizei spielt. Ich probiere es jetzt hier ganz friedlich zu machen. Schutzlos, wenige. Ja, mache ich einfach so, wie es da steht. Ja, bleiben wir einfach erstmal so stehen, ne? Das Regime will anscheinend nicht sein wahres Gesicht zeigen. Ich gebe noch sehr langsam vor, aber jetzt. Jetzt kommt's. Man kann die hier schon so ganz gut zur Seite drücken, aber das könnte nervig werden. Ja.
Die rein friedliche Protestmenge finde ich auf jeden Fall besser zu spielen. Als den Anfang mit den Mollys und so. Ich rufe mal zwischendurch noch ein bisschen Hilfe aus den sozialen Netzwerken. Vielleicht kommt ja noch wer. Wenn ich eigentlich, glaube ich, gar nicht brauche. Eine Minute. Auch hier die ganzen Umstehenden noch. Ist auch. Oh, jetzt gehen sie los. Oh, oh. Nein, 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 nein. Gesang. Komm zurück. Alle hier Stellung halten. Kommt schon. Acht Sekunden. Ah, nein! Ich gerade ins Hintertreffen. Ich kann ein paar Steine werfen jetzt. Fuck. Komm schon. Ja, das sieht echt schlecht aus. Das war so kurz davor, ey. Ja, ich hab's geschafft. Nice. Das waren ja auch nur noch so zwei, drei Sekunden, bevor die Cops so reingerückt sind. Yay, mein erster Protestsieg. Mit einem Minimum an Gewalt, so wie Gandhi es sich gewünscht hätte. So, was haben wir jetzt hier? Eigenbau Rauchgranate. Vom Amateuren selbst gebastelte Rauchgranate. So, ich denke mal, es radikalisiert sich jetzt von Runde zu Runde so ein bisschen, auch auf unserer Protestseite, was ja auch adäquat zu den Ereignissen ist. Also die waren ja am Anfang sehr friedlich und wurden dann auch immer gewaltvoller, wo das Regime entsprechend reagiert hat. Wenn die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt, wird die Welt Frieden finden. Jimi Hendrix. Das ist eine sehr, sehr wilde Mischung von den Zitaten her im Spiel. Ja, jetzt sind hier die ersten. Fliegen die ersten Steine. Brücke. Ja, guck mal, die beten sogar zwischendurch. Bewege die Demonstranten über die Brücke. Okay, ich muss also durchbrechen.
Einfach mal hier eine Rauchgranate rein, vielleicht bringt das was. Bisschen Verwirrung stiften. Hier unten durch. Da rein. Jetzt eher nach oben. Oh ja, oben ist Platz. So. Gesang, um die Moral wieder zu steigern. Ein bisschen früher eingesetzt, damit es mit dem von dem Cooldown her gleich wieder da ist. Ich auf jeden Fall immer weiter vor. Yes, 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 yes. Uns haben konnten jetzt die reißen. Reichen Polizisten haben schwere Gewalttaten begangen. Demonstranten waren friedlich. Das ist auf jeden Fall witzig, weil im Vergleich zu dem, was ich vorhin als Polizei gemacht hat, vielleicht wird das auch immer nur so andersherum erzählt, dass immer, wenn man Demonstranten spielt, wird vielleicht gesagt, immer, man ist friedlich gewesen. Wenn man Polizei spielt, dann ist immer Polizei, war immer friedlich. Ja, einmal durchgebrochen gegen 100 Polizisten. So, jetzt geht's hier schon mehr ab. Haben wir einmal Papierbombe, selbstgebaute Granate aus Schießpulver, Karton, Mörtel und anderen Materialien, verursacht bei der Explosion einen lauten Knall. Und Laserpointer, starke Laserlichter, die dem Gegner mehrere Sekunden lang verlangsamen. Boah, das war ja auch so ein Ding bei so besonders großen Protesten, dass man dann mit dem Laserpointer auch auf zum Beispiel Helikopter und so, wenn die eingesetzt wurden, so richtig starke Laser ging. Wie findet ihr das Spiel bisher? Also ich muss sagen, ich finde es halt eher so mittelmäßig vom, also es ist jetzt ganz nett, vor allen Dingen mit den Szenarien, das ist halt echt cool. Aber vom Gameplay her ist es irgendwie so, naja, hat sich schon relativ schnell, finde ich, so ein bisschen ausgelutscht. Die größte Tragödie dieser Epoche ist nicht das Gebrüll schlechter Menschen, sondern das entsetzliche Schweigen guter Menschen. Das ist auch ein gutes Zitat. Na, jetzt wird das Internet abgeschaltet. Das ist wirklich das Coole an dem Spiel, diese... Boah. Diese Kämpfe nachzuspielen. Die man dann auch selber in der Vergangenheit mitbekommen hat. Ich finde, das sieht immer brutal, so richtig brutal aus, wenn diese Pixelmännchen kaputt schlagen. Oh, das ist jetzt der Erste, der einen Stein nimmt, oder? Oh ja. So, jetzt haben wir hier... Vertreibe die Polizisten. Okay. So, dann schicke ich jetzt hier die
die normalen Demonstranten vor. War zumindest mein Plan und die laufen einfach rein, auch okay. Ja, dann hauen wir jetzt einfach drauf, so. Einfach volle Lotte. Ich ziehe mal den Laserpointer ein. Ah, da sieht man, das blitzt so ein bisschen. Das klappt jetzt auf jeden Fall deutlich besser bisher als in Griechenland mit den militanten Kämpfen. Wahrscheinlich habe ich es auch noch nicht gerallt am Anfang. Oh, oh. Jetzt. Das war ein ordentlicher Gegenschlag. Hier rein, 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 rein. Ist halt ganz gut, auch eine Mischung tatsächlich zu haben an gewalttätigen. Oh, 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 das wird sehr zerstreut. An gewalttätigen Demonstranten und nicht gewalttätigen, weil man dann halt auch immer noch so einen Moralboost sich machen kann, den man halt mit den Rioters nicht so hinbekommt. Ich kann auch gleich mal wieder meine Hass hier aufziehen. Mittlerweile bin ich ja nicht mehr friedlich. Ja. Zockst du parallel auch das Spiel? Negativland. Go. Tatsächlich waren ja sogar, weil der Anarchist steht, chase away the police, tatsächlich waren ja auch, gab es ja sogar eine ganz kleine anarchistische Beteiligung, ich weiß gar nicht, ob es in Ägypten war, also von so Black Bloc Anarchisten, so eine kleine Gruppe. Das ging während den Ereignissen da in der arabischen Revolution, da ging das so ein bisschen rum. Dass sie sich so als kleiner Black Bloc dann an den Sachen beteiligt haben. So.
lasse das einfach immer, wie das voreingestellt ist, groß rumzuhampeln mit, glaube ich, nichts. Ideen brauchen keine Waffen, Fidel Castro. Einen herzlichen Glückwunsch, Negativland. Gucken, ob wir das hier auch noch schaffen. Oh ja, das sieht natürlich jetzt cool aus hier, Tahrirplatz, ne? Kamele? Warum habe ich denn auf einmal Kamele? Was ist das denn? Was zur Hölle? War das so? Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, oder? Das war doch nicht wirklich so. Mann, ist das witzig. Kamele. Ja, wo ist denn hier die Polizei? Ich habe überhaupt keinen Gegenspieler. Hä? Was passiert? Warum? Sind die Kamele die Gegner? Ja, oder? Jetzt verstehe ich, dass die Bullen sind die Kamele. Ah, okay. Dann laufe ich mal hier so drumherum. Und ich habe nur so einzelne Leute, die dann hier probieren, in die Zelte wahrscheinlich wieder zurückzukommen oder so. Und da jetzt durch. Okay. Das ist ziemlich lame und merkwürdig, muss ich sagen. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dieses Ereignis in der Form, drei Leute werden von Kamelbullen versucht, vom Tahrirplatz zu vertreiben, ob es das so gegeben hat. Realität. Vielleicht kann ja irgendwer nebenbei mal Tahrirplatz Kamele eingeben, ob es irgendwas Vergleichbares tatsächlich mal gegeben hat. Das ist sehr strange. Und langweilig. Okay, jetzt gibt's aufs Maul.
Einer ist geflohen. Einer ist außerhalb des Kreises. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Halleluja. Halleluja. Police annehmen. Plus. Oh ja, Zwille. Ich glaube schon der letzte Teil von der Aufruhr ist die Sprache der Ungehörten. Der letzte Teil von der Ägypten-Kampagne. Wird dir denn das Game gefallen, Negativland, wenn du schon durch bist? Erobere den Platz, schicke die Polizei heim. Okay. Lass mal hier den Platz möglichst weitläufig säubern. Noch ein bisschen Radau. Friedlich nach vorne wieder. Und von hinten werfen wir Kram. Okay. Jetzt ist nicht mehr viel mit friedlich anscheinend. Bei den meisten. Aber wann was friedlich ist und wann nicht, wann man friedlich vorgehen sollte und wann nicht, ist schon auch irgendwie sehr stark vom Spiel, finde ich, vorgegeben. Und zumindest halt so ein bisschen durchschaut hat. Der Molly hat gesessen.
nach wie vor ist es halt speziell bei den Protestlern einfach auch, also speziell in diesem gewaltsamen Kontext ist es halt irgendwie so ein bisschen random, was man halt tut, finde ich. Ich habe halt hier 5 Gadgets, okay, manchmal halt hier der Molotow, der zimmert halt manchmal ordentlich rein. Und probiere ich halt ab und zu halt so ein bisschen auf einzelne Einheiten zu gehen. So, dass man den halt, dass man es nicht so stark zerstreut von den Gadgets, die man einsetzt. Vielleicht sollte ich auch mehr auf die hinteren Polizeieinheiten gehen. Nicht nur so vorne. Oh, oh. Aber es gefühlt schon so ein bisschen random von was man jetzt wann wie einsetzt. Jetzt gewonnen oder nicht? Nee, das habe ich nicht geschafft. Ach so, okay, also doch. Okay. Das habe ich halt auch so ein bisschen in den Rezensionen gelesen, dass es halt auf die Leute halt oftmals ein bisschen random gewirkt hat, was man da halt so macht. Wyatt returns into war. 44 sind gestorben. Sieg. Mubarak dankt ab. Jetzt zur Party können wir uns auch entmummen. Was passiert? Ja. Anscheinend sind die einzelnen Szenarien auch von unterschiedlichen Leuten designt, sonst erschließt sich mir nicht, warum man immer danach so einen Abschnitt machen sollte. Okay, die ersten beiden haben wir geschafft. Dann gehen wir jetzt nach Italien. Ich glaube, ich zock das heute einfach durch. So als einen Abendstream einfach. Damit ich dann das nächste Mal mit was Neuem starten kann und vielleicht auch was halt dann ein bisschen cooleres Gameplay hat. Weil jetzt die ersten beiden Sachen, die wir hier gespielt haben mit der Mod bei COD 2 und jetzt hier Wyatt sind ja primär wegen dem Setting gewesen. Die Musik gefällt mir, muss ich sagen, ist ja treibend. Und ich hatte zum Beispiel über Red Redemption 2 nachgedacht, aber es ist natürlich eine sehr lange Kampagne, muss ich nochmal überlegen, wie viel Spielzeit ist, sonst bin ich auch immer weiter offen für Vorschläge. Tja.
italienische Regierung begann mit dem Bau einer gigantischen Strecke für Hochgeschwindigkeitszüge im Susatal, um die Verbindung von Susa nach Lyon zu beschleunigen. Das Projekt sollte bis 2035 andauern und laut Schätzung 23 Milliarden Euro kosten. Wow, das ist krass. Geile Bauzeit, 2035. Studien kritisierten, dass beim Bau ein Großteil der Wälder gerodet und bei den Bohrungen in den Bergen giftige Stoffe freigesetzt werden würden, die die ganze Region verschmutzen würden. Deswegen demonstrierten Aktivisten seit 1992. Krass. Schade, dass ich nicht darauf komme mit diesem Buch. Es war auf jeden Fall interessant, weil diesen Ausgang, also den. Oh, danke dir, Major Tom. Stabil. Ja, speziell halt diesen Gedanken, der in dem Buch festgehalten wurde, den möchte ich nochmal mit euch teilen zu diesen Hochgeschwindigkeitszügen. Also an und für sich gibt es natürlich halt, also gibt es auch einige Punkte, die halt dafür sprechen, sowas auszubauen und so, keine Frage. Aber ich fand das ganz interessant, weil ja immer dieses Versprechen dann ist, okay, man kommt halt dann schneller an dieses und jenes Ziel. Aber das ist halt meistens für die Arbeiterklasse bedeutet das eigentlich keine wirkliche Verschnellerung in ihrem Alltag, weil sie dann halt einfach nur schneller bei der Arbeit sein können. Und das ist dann halt auch wieder was die Bosse halt dann sagen können. Ne? Ja, okay, du hast ja jetzt einen 20-minütigen geringeren Anfahrtsweg. Kannst du auch 20 Minuten eher auf der Arbeit sein. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Politik eine zu ernste Angelegenheit ist, um sie den Politikern zu überlassen. Hm. 2011. Boah, sieht grafisch für das Spiel sogar richtig gut aus. Das Zeichen. Die Polizei kommt, will das Camp räumen. Mit schwerem Gerät. Diese Cutscenes sind echt süß. Bewahre alle Zelte vor der Zerstörung. Alle. Was passiert denn, wenn eins kaputt geht? Habe ich dann direkt verloren, oder was? Dann muss ich ja hier direkt vorrücken. Nicht durchlassen. Okay, kurze Zeit. Ah, okay. Ich habe hier noch so Malox, um den Effekt von Rauch zu reduzieren, aber das hat eh nicht gesessen. In dem Fall. Ein bisschen Hilfe in sozialen Netzwerken gerufen. Das hat tatsächlich funktioniert. Aber ein Zelt ist tatsächlich kaputt gegangen, aber ich habe noch nicht verloren. Also offensichtlich
geht es darum, dass ich alle, es dürfen nicht alle Zelte kaputt gehen. Auch cool war mit den Gesängen aus dem jeweiligen Kampf. Die Polizei probiert auch nur so ein bisschen zu drängeln. Ich rufe mehr Leute. Sieht man mal, wie wichtig Social Media Arbeit ist hier in diesem Kampf. Drücken. Okay, ich könnte jetzt mal. Oh, jetzt geht's ab. Ein paar Steine auf die werfen. Das wird langsam eng. Noch mehr Leute. 1 Minute 26 noch. Eine Minute noch. Jetzt wird es langsam knapp. Jetzt wird es eng. Komm schon. Sieben Sekunden. Yes. Haben die Fotos gemacht von mir. Zocken. Die Polizei hat gefailt, die Nichisten hier festzunehmen. So, ich glaube, jetzt geht's. Was haben wir hier mit? Feuerwerkskörper, okay. Aber sieht auch noch relativ harmlos aus. Verwende die Gefechtsformation, um die Effekte von Molotow-Cocktails zu umgehen. Das Problem haben wir ja gerade nicht. Aber das ist trotzdem ein Kampf, der nicht annähernd so eine Bedeutung für mich hatte, wie jetzt, was in Griechenland passiert ist und mit dem arabischen Frühling. Den ich nicht annähernd so mitbekommen habe.
Oh, mal zwei haben es schon gelange auf die Baustelle, okay. Zwei haben es schon auf die Baustelle geschafft. Alle auf die Baustelle. Let's go. Mehr Leute rufen. Und durchbrechen. Ich werf mal einen Feuerwerkskörper da rein, das scheint mir eine gute Idee zu sein. Ich komme nicht so richtig durch. Kopf verstopfen hier den Eingang. Na Leute. Okay, ich probiere jetzt einfach mal alle hier unten durchzuleiten. Vielleicht klappt das ja besser. Oh ja. Ich bin unten durchgebrochen. Feuerwerkskörper haben es ermöglicht. Da soll noch mal einer sagen, solche Kracher können es nicht auch bringen. Jetzt kommen ein paar Steine. Wurde ich zurückgedrängt. Wo man sich jetzt so langsam reingefunden hat in die Protest Mechanik, macht es auch ein bisschen mehr Spaß, finde ich, als am Anfang, weil am Anfang fand ich es halt total wirr, weil man halt so überhaupt keine Erklärung vom Spiel bekommen hat, wie das halt so funktioniert. Na okay, die Zeit ist vorbei, ne? Scheiße. Muss ich nochmal versuchen. Hä? Also doch, geschafft. Bin ich halt blöd oder steht das halt da manchmal komisch am Ende von den Runden? Police stops anarchists and three end up dying. Okay. So, was haben wir hier? Fotoapparat dokumentiert das Geschehen und beeinflusst so das Medienergebnis. Auch interessant. Das hatten wir schon, das Zitat. Major Tom, also das spielt halt zu unterschiedlichen Zeiten. Es gibt vier verschiedene Kampagnen in der Hauptstory und das erzählt unterschiedliche Kämpfe. Das hier ist von 2011, ein Kampf gegen den Hochgeschwindigkeitszug. Gerade hatten wir jetzt 2012, das hat ein paar Jahre angehalten, der Kampf anscheinend. Und zuerst hatten wir Griechenland, auch so Umweltproteste, und als zweites war arabischer Frühling in Ägypten.
Also deswegen einfach. Also schon waren jetzt alle Ereignisse so, so um 2019, 11, 12 rum, so 13, so in der Richtung. Eine Brasilienfahne, warum? Besetzt die Autobahn. Da haben wir noch einen Mob. Ein paar Knaller reinwerfen, bin ich sehr zurückgedrängt. Wie funktioniert das? Dokumentiert das Geschehen und beeinflusst. Dokumentier mal. Ja, wo kommt auch Likes für die Bilder? Hier schön weiter Fotos hier. Okay, jetzt kommt die harte Tour von den Cops. Sitzblockade kann ich auch machen, okay. Probieren hier diese brutale Gewalt von der Polizei zu dokumentieren. Ja, jetzt bin ich sehr zurückgedrängt. Ich weiß gar nicht, was hier diese Fotos bringen, aber ich mach's einfach. Scheiße. Nix gut. Jetzt vielleicht hier unten wieder rein. Oh ja, hier komme ich wieder durch. Yes, 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 yes. Ich bin wieder durchgebrochen. Bisschen hier auf die Leute im Hintergrund ein paar ein bisschen was werfen, weil die
Im Tränengas schon immer richtig reinhauen. Aber ich schaff's auch einigermaßen, mich zu halten. Guck mal, hier ist auch der Wasserwerfer, Major Tom. Genau, wir sind friedlich, was seid ihr? Wir machen überhaupt nichts. Steht's auch die ganze Zeit friedlich links oben. Wir machen nichts. Ich glaube, ich habe es fast geschafft. Obwohl gefühlt nur noch echt wenig Leute von mir auf den Beinen sind, habe ich es geschafft, irgendwie oben drin zu bleiben. Genau, Major Tom, man spielt historische Auseinandersetzungen. Okay. Raketen. Okay, jetzt geht's ein bisschen mehr ab wieder. Jetzt machen wir nicht mehr auf friedlich hier, jetzt gibt's auf den Sack. Angriffseinheiten können einen Sturmangriff vortäuschen, um den Gegner einzuschüchtern oder direkt angreifen. Okay, das gilt auch für die Cops. Richtig, 2015. Jetzt machen wir auf Ernst hier. Da sind sie. Die Black Block Atzen aus dem Wald kommen sie. Zerstöre alle Generatoren innerhalb des Zeitlimits. Auf. Machen wir mal zuerst den oben platt. Richtig schön kaputt hauen hier. Sieht schon mal gut aus. So, erste platt. Dann gehen wir jetzt rein. Nur eine schöne Rakete schicken, oder? Können wir das noch nicht? Ne, wir können das noch nicht. Erstmal mit Böllern arbeiten. Noch tun wir ja so, als wären wir friedlich. Polizeiwagen rückt vor. Ups, mich verklickt. Immer zu früh hier. Die Chöre gestartet. Immer drauf. Müssen irgendwie durchbrechen mit unseren Knallern hier. Wir sind friedlich, was seid ihr? So, jetzt kommen die Raketen raus. wo ist die Rakete? Komm, ich will sie sehen. Wo sind die Raketen, jo? Ah, da war, glaube ich, eine, oder? Nur so richtig kommen wir nicht durch. Jetzt probiere ich mal hier oben durchzubrechen. Oh, auch unten ist, glaube ich, besser jetzt. Verdammt, kommt jetzt da unten runter. Hier gruppieren.
Oh, oh. Füge ich dem Generator schon Schaden zu? Oder ich glaube, meine Einheiten sind fast alle irgendwie so verhaftet oder so passiv gerade. So, jetzt nach oben. Sind oben freigelassen, die Cops. Oben, nach oben, nach oben. Komm, komm, komm durch. Oh, der untere wird auch schon angegriffen. Im oberen bin ich durchgebrochen. Der untere ist schon auch schon halb kaputt. Also komplett die Kontrolle verloren. Können den Generator nicht mehr beschützen. Immer noch nicht kaputt. Dann gehe ich jetzt zuerst zu dem oben wieder. Ich glaube, es wird ein bisschen eng von der Zeit. Ich glaube, ich schaff's nicht. Nee. Das ist aber ein Bug. Also ich habe jetzt, ich glaube, diese und letzte Runde habe ich es halt einfach nicht geschafft. Und hier steht halt jetzt einfach Aufrührersieg. Also ihr habt es ja gesehen, ne? Es muss halt irgendein Bug sein. Aber so, ich kann das halt noch nicht mal wiederholen. Also... ist jetzt auch egal, oder? Verbuchen wir es einfach als glorreichen Sieg für den Aufstand. In a rough battle against the activists. The so-called activists. Jo, hat sich das Spiel fast aufgehangen. Einen Protestanten. Er spät auf der Zugstrecke, glaube ich. Ja. So, das heißt, wir gehen in die letzte Mission. Wir gehen nach Spanien zu den Los Indignados. Auch jetzt natürlich wieder 15M. Ah, 15M, okay. Das war ja so eine Demokratiebewegung. Das ist schon auch so lange her, ey. Was war das nochmal? Das war auch ein echt ein großes Ding. Ich habe das nur gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie das genau... wie das genau ablief. Vielleicht steht ja was ein bisschen im Intro. Das war auch mit so Platzbesetzung, meine ich. 2011, zu Beginn der europäischen Wirtschaftskrise, startet die Bewegung der Indignados als eine Serie friedlicher Demonstrationen gegen hohe Arbeitslosigkeit, Abbau des Sozialstaats, spanische Politiker gegen das Zwei-Parteien-System im Land sowie gegen das politische System, den Kapitalismus, Banken und Korruption. Am 15. Mai 2011 vereinigten sich Demonstrationen aus ganz Spanien friedlich auf der Puerta del Sol
in Madrid. Die Organisation fand komplett über das Internet statt. Ja, das war ja auch die Zeit, so generell auch arabischer Frühling und hier diese Proteste. Da war das noch so groß, halt das Thema mit so Social Media, dass das halt so der, also war ja auch zu dem Zeitpunkt so, ja, dass das halt wieder die Menschen zusammenbringt und halt diese Proteste koordiniert werden darüber. Und dass das halt so ein mobilisierender Faktor ist, ist ja mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so in der Diskussion. Bunte Eier, schaltet das getroffene Ziel vorübergehend aus. Das wäre schön, wenn das mit Polizei passieren würde, wenn man bunte Eier auf die wirft, dass man die vorübergehend ausschalten könnte. Ja, aber da redet ja heutzutage keiner mehr drüber, dass jetzt irgendwie Facebook oder so jetzt halt der mobilisierende Faktor irgendwie ist. Aber damals war das ja so ein Riesenthema, weil das dann ja auch zu dem Zeitpunkt größer aufkam, dass sich die verschiedenen Protestbewegungen dann tatsächlich darüber organisiert haben. Ihr werdet die Stimmen der Stimmlosen nie verstummen lassen. Rage Against the Machine. Du kannst ja mal ein bisschen reinschreiben, Negativland, was am Ende daraus geworden ist und wie das dann geendet ist. Weil das ist tatsächlich eine Bewegung, die ich zwar mitbekommen habe, aber die ich gar nicht mehr so auf dem Schirm habe. Aber man sieht auch, es ist alles halt um diese Zeit herum passiert. Das war eine extrem bewegungsreiche Zeit, so dieses 2010, 11, 12, 13. Da gab es halt wirklich in Europa und auch in der arabischen Welt und USA halt echt große Massenproteste. So, wir müssen hier mal wieder die Stellung halten. Ziemlich viele anarchistische Genossen dabei. Wir haben ja auch Palästina-Fahnen und Republik-Fahnen. Ziemlich lange Zeitlimit. 5 Minuten. No. Ganz viele No-Schilder. Werfen wir mal jetzt ein paar bunte Eier, die rücken hier ein bisschen zu sehr vor, finde ich. Ich probiere mal einen Trupp hier nach oben zu schicken. Es gefällt mir nicht, dass ich so rausgedrängt werde hier oben. Unten. Das hat gut funktioniert. Jetzt wurden halt fast alle rausgedrängt, bis auf die oben stehen, aber dadurch bin ich weiter drin. Negativland, du kannst mir mal sagen, bei welcher Mission du gehakt bist. Hier in der Kampagne. Oh, jetzt bin ich ganz rausgedrängt worden.
Das war beste Entscheidung, einen Trupp nach oben zu schicken. Sind wir jetzt schon lange rausgedrängt worden. So werde ich es, denke ich, gut schaffen. Guck mal, hier breche ich wieder unten durch. Jetzt kommt die harte Tour. Ja, auf jeden Fall, das ist echt cool. Generell, das haben die halt cool gemacht, finde ich, dass sie dann immer die jeweilige Proteststimmung auch so gut übertragen haben. Also so die Atmosphäre von dem Game gefällt mir auf jeden Fall gut. Wie gesagt, halt vom Gameplay her vielleicht ein bisschen eintönig. Ja, nicht so herausfordernd oder ein bisschen random eher, besser gesagt. Ich muss da wieder rein, yo. Ich muss da rein. Das ist gar nicht gut. Ich muss da wieder rein. Yes, 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 yes. Nein. Komm schon. Ja, 2-1-0. Geschafft. Das war mal ein echter Sieg. Ah ja, Negativland mit Podemos, genau. Das war ja dann das gleiche, wie das in Griechenland mit Syriza der Fall war. Dass es dann auch einfach dieses Protestpotenzial, dieses Kampfpotenzial durch eine linke Partei halt aufgesogen wurde. Und dadurch dann, ja, die Leute gesagt haben, ah, jetzt sind ja unsere Leute, die halt hier mit uns auf der Straße gekämpft haben im Parlament, also können wir uns ja mehr zur Ruhe setzen und denen das überlassen, und dann ist nichts passiert. Und die konkreten Kämpfe waren befriedet. Leider viel zu oft so, dass es dann halt von den vermeintlich eigenen Leuten halt und nicht durch die Repression des Staates komplett dann befriedet wird, sondern durch diese Einhegungsstrategie, diese Erneuerungsstrategie des Parlamentarismus, dass das halt immer wieder, ja, linke sich dann an diesem Zirkus beteiligen und dadurch die Illusion wieder stärken, dass man darüber Veränderungen erzeugen kann. Man merkt aber auf jeden Fall, dass es, glaube ich, von anarchistisch positiv gesinnten Menschen entwickelt wurde. Es sind immer sehr viele schwarze, rote Fahnen dabei, ist schon cool.
Ich ruf mehr Leute über die sozialen Medien. Und dokumentiere die Gewalt der Polizei. Oh, das ist eine interessante Polizeitaktik. Die gehen hier so in die Mitte rein. Gucken wir mal hier ein bisschen unten lang. Und hier mal so ein bisschen rumzugehen. Oh, oh. Ich glaube, wenn die Bullen gleich ernst machen, dann könnte es echt schwierig werden. Ich bin jetzt schon so halb rausgedrängt. Ich bin ein paar Leute jetzt verloren gerade. Das Tränengas. So, 1 Minute 30 noch. Schon witzig, dass sie mich immer noch nicht geschafft haben, hier so richtig rauszudrängen. Aber jetzt kommt die harte Tour. Eine Minute noch. Ich bin ja so ganz knapp noch drin. Sag mal, Negativland, welche Mission war das, wo du nicht weitergekommen bist? Das Megafon ist echt das Beste. Das bringt hier irgendwie am meisten von den Gadgets. Die nächste, okay. Dann wappne ich mich schon mal. Das habe ich ja hier so gut wie geschafft. 8, 7, 6, 5, 2, 1, 2. Zeit schwierige nächste Mission schaffe. Clowns. Die
Die Clown-Armee, das ist auch so ein Thema, ne? Das war auch so ein Ding von der Antiglobalisierungsbewegung, glaube ich, was so aufgekommen ist. Und was jetzt ja gar nicht mehr existiert. Also teilweise war es schon auch ein eher oftmals nervig, aber es hatte auch echt seine Aspekte. Also ich fand das jetzt nicht nur eine komische Strategie, sondern zum Beispiel war es dann auch häufiger so, dass sie dann so zwischen Demonstrationen und der Polizei dann gelaufen sind und die halt dann die ganze Zeit genervt haben. Also finde ich auf jeden Fall cooler als diese Trommelgruppen, die es jetzt irgendwie so gibt. Ja, das hatte auf jeden Fall noch so teilweise so einen Aspekt von Nützlichkeit dann auch in heiklen Situationen und ja. Wir müssen uns wehren, so jetzt. Vertreibe die Polizei. Auf geht's. Dann mache ich die Friedlichen unten ums Feuer und die Rioter kommen von oben. Und jetzt gibt's erstmal einen Molly rein hier. Zack. Und mehr Leute rufen. Der Molly kam ziemlich spät. Schon. Ein bisschen hier Druck machen. Ich schaff's irgendwie nicht, vernünftig durchzustoßen. Nur die Rioter oben kommen einigermaßen durch. Hier die mal einen Molly auf die Vorderen rein. Jetzt sind auf einmal alle friedlich. Das ist auf jeden Fall ein bisschen zackiger, die Mission irgendwie. Negative Land. Diese Cops, die da im Hintergrund immer ballern, die sind ziemlich nervig. Und stark. Jetzt habe ich einen guten Run hier. Menge hat Kontrolle verloren. Okay. Polizei hat Gebiet geräumt, Polizisten hatten Kontrolle.
Ja, ich probier's nochmal. Aber ich würde es jetzt auch nur einmal probieren, wenn ich es nicht schaffe, dann würde ich auch einfach weitermachen. Ich muss wahrscheinlich komplett, ne, einmal auf die andere Seite mit den Leuten. Mache ich es doch mal andersrum. Mache ich die friedlichen nach oben und die weiter nach unten. An sich ist die Aufteilung, glaube ich, eine ganz gute Idee. Kamera ist eine sehr gute Waffe. Ist das so? Oh, jetzt komme ich ordentlich durch hier. Mein ganzer Rioter-Trupp ist durch. Werfen. Eieiei. Schwer getroffen. Läuft auf jeden Fall ein bisschen besser als letzte Runde, würde ich sagen. Auch wenn es nicht wirklich gut läuft. Komm jetzt hier durch, da ist doch alles frei. Ah ne, da ist nur eine Einheit. Das läuft gut gerade. Das hat auch gut funktioniert. Deutlich besser als beim ersten Mal. Ich war jetzt gerade echt mega konzentriert darauf, das zu schaffen. Ich glaube, ich habe einfach so mit offenem Mund da gesessen. So, ich glaube, es ist jetzt auch die letzte Mission, für den Fall, dass das Spiel es nicht abkackt. Ne, tut's nicht. Stimmt, ey, es gab da auch diese krassen Gewalttaten von Polizei immer und die dann teilweise halt einfach von so, und das ist halt so eine krasse, meistens so nicht so eine so starke Gewalt, also doch irgendwann später schon, aber
die dann auf jeden Fall dann oft halt vor den Demonstrantenmassen einfach geflohen sind. Ja, ich erinnere mich an die Bilder. Das war's schon. Das war die letzte Mission, okay. Hey. What's happening? Ist das irgendwie der Bonus? Fördertürme? Ah, das ist... Oh ja, wo ist das? Wo war das nochmal? Ich glaube, das war doch auch in Spanien, oder nicht? Wo es diese krassen... Arbeiterproteste, die halt mit diesen Raketen immer geschossen haben, gab. Das war voll der krasse Kampf. Voll geil, dass man jetzt hier mit den Raketen ballern kann. Ja, das war echt heftig. Boah. Man müsste halt so viele Sachen jetzt hier gleichzeitig machen, weil das geht gar nicht vom Spiel aus her nicht. Also von den... In der Zeit, wo ich mich halt hier durchklicke. Das sieht echt geil aus mit den Raketen. Ah, genau, in Asturien, dankeschön. Okay, irgendwie verkacke ich richtig hart. Ich check gar nicht, warum die nicht die ganze Zeit schießen. Ich drück die ganze Zeit auf Raketenschuss und irgendwie schießen die nicht. Jetzt ein bisschen besser. Muss ich da dabei bleiben? Das ist ein bisschen strange.
laufe jetzt einfach mal durch. So, dieses ganze Geballer bringt ja hier irgendwie nichts. Das war jetzt auch ein bisschen strange, das kam irgendwie gar keine Erklärung oder irgendwas. Das ploppt da einfach so auf, nachdem ich die letzte Mission... Ich mache jetzt einfach weiter. Ach, kann ich gar nicht, okay. Mal kurz gucken. Ah, okay, das war dann die letzte Mission. Ja, ich würde es einfach dabei belassen, muss ich sagen. Für heute. Also ich würde das jetzt einfach mal als Spiel durchgespielt werden. war auf jeden Fall eine nette Kleinigkeit. Also, ich habe eigentlich ja schon zwischendrin alles gesagt, dass es echt eine coole Erinnerung an die verschiedenen Kämpfe war, die ich auch alle auf die eine oder andere Weise mitverfolgt habe und über die Jahre dann auch mit Solidaritätsaktionen und mit inhaltlicher Beschäftigung und so das alles begleitet habe. Es macht dann halt schon so ein bisschen wehmütig, wenn man das so überlegt, was in der Zeit alles ging, ne? Das ist halt Wahnsinn. Das war alles, diese ganzen Ereignisse waren halt alles in so 3-4 Jahren und das ist schon abgefahren im Vergleich mit dem, was wir jetzt heutzutage erleben an linken sozialen Kämpfen auch weltweit. Schon ein bisschen traurig. Okay, wenn die Kampagne zu Ende ist, kommen noch mehr. Du kannst ja noch mal kurz reinschreiben, was danach noch kommt, aber für mich reicht es auf jeden Fall auch. Also dafür ist das Gameplay einfach zu eintönig. Das kann dann halt auch, finde ich, so die Story und die Atmosphäre und so, die das Spiel schon ausstrahlt, nicht retten. Und ich fand es jetzt so als einmaligen Abend Schiele und so, ist natürlich auch cool. Aber auch nicht retten. So als Eindruck in das Spiel, denke ich, war es, denke ich, eine gute Sache. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und dann würde ich auch sagen, bin ich für heute raus. Es wird dann auf jeden Fall bald noch neue Überspiels geben. Mal gucken, was ich als nächstes mache. Wahrscheinlich mal etwas, was halt ein bisschen jetzt kein so krasses Indie-Spiel ist, was halt vom reinen Gameplay her halt einfach mehr bockt. Ich überlege mir, wie gesagt, nochmal, ob Red Dead Redemption halt ein bisschen zu groß ist für das Format, ob ich da Bock drauf habe, das dann halt auch durchzuziehen. Mal schauen. Auf jeden Fall macht's gut und dann sehen wir uns spätestens am Sonntag wieder für den Überblick. Ja, schönen Abend euch noch. Glück auf.